Hallo, Deutsch Oberstufe 1, Lektion 81, temporale Präpositionen und andere Zeitausdrücke. Heute machen wir zum Abschluss unseren kleinen Vokabeltest. Zuerst das Jahrhundert. Ein Jahr und zu Jahrhundert gab es jemand Union. Segi. So, Nummer 2, der Wetterbericht. Nalshi Ekwanhan Progo. Das Wetter hat jemand der Bericht. Ilgi Jebo. Jebo, 조금 더 한국말대로 혹시 표현하고 싶으면, Bericht 대신에 Vorhalte je und Vorhersage. Eine Vorhersage. Je언 같은 느낌이 오신가 둘겠지만, 예, 웨터뵈리히트, 웨터 Vorhersage. 둘다 같이 쓸수 있는 단어입니다. Nummer 3, die Herrschaft. Dynastie 이야기 아니면 König 이야기 쓸 때는 die Herrschaft 가만히 나와. 정치 아니면 지배. Nummer 4, die Reform, 여러 가지 번역 있겠지만, 개혁, 개정 등등. Nummer 5, die Messe, 박람회. 교회에서 미사도 die Messe라고 하는데, 일단 일상생활에서는 박람회, die Messe 많이 쓸수 있죠. Wieder umgekehrt, Koreanisch ins Deutsche, 방지하다, 막다, das ist verhindern, etwas verhindern. Pyeongpan, Myeongseong, Image. Das ist das Ansehen, 아니면 똑같은 의미로, 조금 더 짧게. Der Ruf, da ist es. Der Ruf, das Ansehen. Er hat einen guten Ruf, er hat einen schlechten Ruf. Er hat ein gutes Ansehen, ein schlechtes Ansehen. 이렇게 많이 쓸수 있죠. 마음대로 알아서 해도 돼. 상관없죠. Beliebig, etwas beliebig machen. Und 개정하다 아니면 크게 편집하다, das ist überarbeiten. Ich bin überarbeitet, 그러면 나는 지금 과로 중. 너무 힘들어. Und die Kritik 강하게 만들고 싶으면 질책, das ist der Vorwurf. Ein Vorwurf, die Kritik. Habt ihr alle Wörter gewusst? Konntet ihr alle Vokabeln richtig sagen und auch schreiben? Hoffentlich schon. Viel Spaß noch beim Üben und bis zum nächsten Mal bei der nächsten Lektion. Dankeschön. Tschüss.